Hallo, und auf Latein, Salvete discipuli discipulaeque. Hier ist wieder eure Pia. In diesem Video möchte ich euch den Hexameter erklären. Dazu solltest du bereits die Regeln des Skandierens kennen. Der Hexameter ist einer der am meisten verwendeten Rhythmen in der lateinischen Dichtung. Weitere sind zum Beispiel der Pentameter und der Hendecasyllabus. Die Rhythmen legen fest, welche Silben du in einem Vers lang oder kurz und betont oder unbetont vorlesen musst. Hexameter ist also ein Name für ein lateinisches Versmaß. Jeder Vers in einem lyrischen Text ist dann ein eigener Hexameter. Der Versfuß bzw. das Metrum im Hexameter ist der Dactylus. Ein Versfuß oder Metrum in Latein ist nichts anderes als zum Beispiel Iambus, Dactylus, Anapest oder Trocheus in der deutschen Lyrik. Der Dactylus besteht immer aus drei Silben, einer langen und zwei kurzen Silben. Die Bezeichnung Dactylus bedeutet Finger, weil auch der Finger aus einem langen Glied und zwei kurzen Gliedern besteht. Der Hexameter besteht wie Hex, was 6 bedeutet, schon ankündigt, aus 6 Daktylen. Das sieht dann so aus. Die erste Silbe im Versfuß ist immer lang und betont. Die Betonung kennzeichnet man durch einen Schrägstrich. Der letzte Daktylus sieht etwas anders als die übrigen aus. Er besteht nur aus 2 Silben. Man bezeichnet ihn als katalektischen Daktylus. Die letzte Silbe im Vers kann kurz oder lang sein. Man bezeichnet diese Silbe als Syllaba ancaps und zeichnet dafür zur Kennzeichnung ein X über die letzte Silbe. Nun gibt es, wie immer in Latein, eine besondere Regelung. Zwei Kürzen können immer durch eine Länge ersetzt werden. Tritt dieser Fall ein, nennt man den Versfuß nicht mehr Dactylus, sondern Spondeus. Also könnte ein Hexameter zum Beispiel auch so aussehen. Er könnte aber auch zum Beispiel so aussehen. Allerdings gibt es auch hier wieder eine Ausnahme, die aber eigentlich hilfreich ist. Der fünfte Versfuß ist zu fast 100% immer ein Dactylus. Nun weißt du, wie ein Hexameter in kurze und lange und betonte und unbetonte Silben untergliedert ist. Hinzu kommen sogenannte Zäsuren. Das sind gedankliche Einschnitte, die den Vers durch Atempausen gliedern sollen. Diese Zäsuren liegen immer dann vor, wenn ein Wortende nicht mit einem Versfußende übereinstimmt. Also dann, wenn in einem Versfuß ein Wort aufhört und ein anderes beginnt. Die Zäsur steht dann hinter dem Wortende. Dazu muss noch eine Sache erfüllt sein. Die letzte Silbe des Wortes, welches endet, muss betont sein. Eine Zäsur kennzeichnet man durch einen senkrechten Strich. Nehmen wir ein Beispiel aus Ovids Metamorphosen. Poena mitusque aberrant, nec verba minantia fixo. Im dritten Versfuß endet das Wort aberrant und das Wort nec beginnt. Zusätzlich ist die letzte Silbe des Wortes, welches endet, nämlich aberrant, betont. Das heißt, zwischen aberrant und nec, also hinter Aberrant kommt eine Zäsur. Hier nun eine mögliche Vorgehensweise, um einen Hexameter zu erschließen. Nehmen wir ein Beispiel aus Ovids Metamorphosen von Apoll und Daphne. Multi illam petiere illa aversata petentes. Der erste Schritt heißt Elisionen und Aphoresen kennzeichnen.
so wie es im Video Matrix Skandieren erklärt wurde. Jetzt kennzeichnet man alle Längen und Kürzen, die zu fast 100% für den Hexameter feststehen. Hierzu zeichne ich noch einmal das Versmaß auf. Daraus wird ersichtlich: erstens, die erste Silbe ist lang und betont. Zweitens, die letzte Silbe ist eine Syllabe ankeps. Drittens, die vorletzte Silbe ist lang und betont. Und viertens, der fünfte Versfuß ist fast immer ein Daktylus, besteht also aus einer Länge und zwei Kürzen. Der dritte Schritt heißt nun: kennzeichne alle Naturlängen und Positionslängen, Ausnahme Muta cum liquida und Diphthonge, so wie du es gelernt hast, mit einem Längungsstrich. Nun musst du alle restlichen Längen, Kürzen und Betonungen durch logisches Denken, teilweise auch Knobeln, erschließen. Denke dabei immer daran, dass du am Ende 6 Versfüße rausbekommen musst. Der letzte Schritt heißt Zäsuren setzen. Die Zäsur ist hier zwischen Illam und Petiere, weil Illam im zweiten Versfuß endet und Petiere im zweiten Versfuß beginnt und zusätzlich die letzte Silbe des endenden Wortes, also Illam, betont ist. Beim nächsten Mal erkläre ich euch den Pentameter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Valete discipuli discipulaeque, eure Pia.